Die drei klassischen griechischen Säulenordnungen sind die dorische, ionische und die korinthische Säulenordnung. Heute schauen wir uns an, was die dorische Ordnung ist. Die dorische Ordnung wird oft als die männliche Ordnung bezeichnet. Ihren Namen bekommen sie vom Volk der Dorer. Diese waren vor allem in Teilen der Peloponnes, auf Kreta, Rhodos und Teilen Kleinasiens verbreitet. Dort beginnt auch die Entwicklung der dorischen Säule. Sie setzte sich jedoch im Gegensatz zu der ionischen Ordnung besonders auf dem Festland Griechenlands durch. Meistens haben dorische Säulen keine Basis und stehen direkt auf der Stylobat, dem obersten Teil des Stufenunterbaus, der sogenannten Krepis, unter welcher sich die Gründung der Stereobat befindet. Den Abstand zwischen den Säulen nennt man Intercolumnium. Falls eine dorische Säule eine Basis besitzt, setzt sie sich aus Plinthe, unterem Wulst, Hohlkehle, oberem Wulst und Blättchen zusammen. Darauf steht der Säulenstamm, welcher mit 16 bis 20 flachkonkaven, scharfgrätigen Kanneluren verfeinert ist. Die Säule an sich besteht aus dem Schaft, welcher monolithisch oder in Trommeln unterteilt sein kann, sowie abschließend aus dem Kapitell. Darauf befindet sich das Gebälk und der Giebel. Das Kapitell bildet den oberen Abschluss der Säule. Es besteht aus Scamilus, Hals, Ringleisten, auch Anuli genannt, Echinus, Abacus und dem Abschlussgesims des Kapitells. Das Gebälk über dem Kapitell besteht grundsätzlich aus Architrav, Fries und Gesims. Davon beinhaltet der Architrav außerdem Regula, Guttae und Taenia. Es wird vermutet, dass die Metopen und Triglyphen im Fries ihre Abstammung aus den Konstruktionen früherer Holztempel haben. Das Gesimse besteht hauptsächlich aus dem horizontalen Geison, von welchem es auch ein schräges gibt, welches sich über dem Tympanon im Giebel befindet. Den Abschluss des Giebels bildet die Sima. An den Ecken dorischer Tempel findet man teilweise Akrota. Laut Palladio wurden die Säulen in der Renaissance auch oft auf Postamente gestellt, was jedoch ursprünglich in der Antike nicht geschah. Ein bekanntes Problem der dorischen Säulenordnung ist der Eckkonflikt, der sich aus der Anordnung der Triglyphen und Metopen ergibt. Die Triglyphen sollen grundsätzlich achsengleich mit den Säulen angeordnet werden, wobei eine weitere Triglyphe in der Mitte des Interkolumniums angeordnet ist. Dazu kommt, dass sich die letzte Triglyphe direkt an der Ecke befinden soll. Beides gleichzeitig zu erreichen ist jedoch schwierig, da die Triglyphen meistens weniger breit als die Säulen sind. Dadurch ergibt sich ein kleines Metopenfeld an der Ecke, was den Griechen ein Dorn im Auge war. Für dieses Problem gab es mehrere Lösungsansätze. Einerseits wollte man die Säulen nach außen schieben, was jedoch statisch nicht möglich wäre. Andererseits könnte man die äußere Triglyphe nach außen schieben und somit an den Ecken ein breiteres Metopenfeld schaffen. Im Gegenzug dazu hätte man auch eine breitere Triglyphe machen können. Ein Ansatz, bei dem keine Triglyphe und Metope verändert werden müsste, ist die sogenannte Eckkontraktion. Bei dieser Variante wird der Säulenabstand der äußersten beiden Säulen verkleinert. Die verschiedenen Lösungsansätze wurden schlussendlich alle teilweise eingesetzt, am häufigsten jedoch die Eckkontraktion. Falls ihr mehr über die dorische Säulenordnung erfahren wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Gerne könnt ihr diesen Kanal auch kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, sodass ihr nichts mehr verpasst.